Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Breaking News: Russland entsendet Schiffe ins Rote Meer. Wegen der Houthis, weswegen da meines Erachtens noch deutlich mehr dahinter steckt, fahren Sie bei mir, weil da ja noch ein paar mehr Sachen am Kochen sind. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir zu. Abonnieren vielleicht mal. Ich habe nur meine Meinung. Die war öfter mal Gott sei Dank falsch, sage ich noch ganz ehrlich. Aber diese Sache, gut. Fangen wir mal an. Hindustan Times. Die russische Navy entert Warship Crowded, also voller Kriegsschiffe übers Rotes Meer. Und ja gut, und ja, da sind ja auch die Fregatte Hessen ist ja schon da, die Deutschen sind da, da fängt es nämlich an. Und so weiter und so fort, ja. Und jetzt kommen die Russen da. Und Russland schickt denn ein Raketenkreuzer Varyag, ja, Raketen hat der, und russische Kriegsschiffe, also gut. Ja. Ja, Babel-Mandeb-Straße, weiß nicht, wo die ist, sage ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich ist das die da unten ins Rote Meer rein. Da sind ja permanent die Houthi-Attacken, wo die Amerikaner ja schon irgendwie sich unbeliebt haben. Moment, da stehen wir da, also den Raketenkreuzer Varyag. Und die Fregatte Marschall Schaposchnikow. So, da unten sind ja die Houthis. Und die Houthis sind, die Houthis haben da unten Containerschiffe angegriffen. Daraufhin haben die Amerikaner zurückgeschlagen und erstmal 10 Houthis totgeschossen. Das haben die Houthis nicht gemacht. Und seitdem geht es da ab. Da sind halt amerikanische Schiffe. Die Fregatte, glaube ich, ist Hessen und jetzt sitzen da unten 2 russische Schiffe. So. Und die russischen und die chinesischen Schiffe, beziehungsweise Containerschiffe, Transportschiffe werden durchgelassen, während alle anderen Schiffe angegriffen werden von den Houthis, weil da geht es wieder um Palästina und Israel. Und die werden da durchgelassen. So, und jetzt wird da, das geht um die Houthis, steht da. Jetzt kommt aber so ein Raketenkreuzer an. Deswegen ist ein Raketenkreuzer und meines Erachtens hat das noch etwas anderes zu tun. Und zwar geht es um das da. Um den Niger. Und zwar hat ja irgendwann Oktober letzten Jahres der Niger seine französischen Besatzungsmacht rausgeworfen. Weil die haben ja, in Niger gibt es halt ganz viel Uran und das haben die Franzosen da abgebaut, quasi noch als kolonialmäßig. Und da ist aber immer noch eine Drohnenbasis der Amerikaner gewesen. Da geht es jetzt richtig ab, weil die Amerikaner wollten den Staatschefs vom Niger sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen hätten. Worauf der Niger gesagt hat, wenn ihr so mit uns umgeht, dann verschwindet. Wir waren erst noch da zugelassen, worauf dann der Niger gesagt hat, wenn ihr so mit uns umgeht, dann verschwindet ihr jetzt auch. Und die Amerikaner sagen, wir gehen nicht, soweit ich das mitbekommen habe, auch von den Hindustan Times oder von der Times of India. Irgendwo, weil hier in unseren Sachen kriegt man das ja nicht mit. So. Und der Legionär Thomas Gast hat gesagt, ja, die haben von dieser Drohnenbasis, haben die dann irgendwelche Länder bombardiert mit ihrer Reaper-Drohne. Reaper heißt übersetzt natürlich Sensenmann. Die haben da Bombardements geflogen. Nur damit irgendwelche Leute. Das war damals noch der Mann mit der Amerika unter dem Präsidenten mit der braunen Haut. Und der vorher da so eine Friedensnobelpreis gekriegt hat. So. Und jetzt sind nämlich ist der Niger hingegangen und hat mit Putin verhandelt, ob der ihn decken könne offensichtlich. Und deswegen brodelt es da unten auch. Und deswegen scheinen jetzt auch, unter anderem deswegen, scheinen jetzt Raketenkreuzer da unten reinzugehen. Die haben auch sicher Kinschall und andere Hyperschallraketen an Bord. Wenn die nämlich zuschlagen, dann ist Ende da unten.
Und wir wissen, es brodelt ja immer weiter mit Weltkrieg, weil wir ja gerade dann NATO-Truppen in die Ukraine schicken wollen. Und wenn die dann von Russland angegriffen werden, könnte man ja den Paragraph 5 aktivieren, indem man dann sagt, jetzt muss die NATO reagieren, denn wir sind angegriffen worden. Denn in diesen komischen NATO-Dingern steht da nicht drin, wo die jeweilige Partei ist, die da angegriffen wird. Also Frankreich kann durchaus in die Ukraine gehen und Russland kann die Franzosen zusammenschießen und dann sagen die Franzosen, oh, wir sind angegriffen worden, jetzt springt uns zur Seite und dann machen wir mal einen neuen Weltkrieg auf europäischem Boden. Das kann ja durchaus passieren, was meines Erachtens auch von den Grünen und von den Linken in Deutschland erwünscht ist, weil dann die Bundestagswahlen ausfallen. So, das ist meine Meinung zu dem Thema. Deswegen wollen die Krieg, weil die Grünen wissen, bei der nächsten Bundestagswahl kommen sie nicht mehr durch. Keine Chance, weil das alles fertig ist. Und die wüssten, alles wird zurückgestellt. Und damit ist auch klar, die können keine Wahlen wollen und die müssen irgendwie Wahlen verhindern. Und das heißt, es muss nur von ihnen selbst der Kriegszustand ausgerufen werden und dann sind Wahlen gestorben. Dann können die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchregieren. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass die Russen da plötzlich ins Rote Meer mit dem Raketenkreuzer und noch eine Regatta da reinfahren. Ja, und da ist natürlich das auch wieder so ein kleines Risiko für die Fregatte, wenn es nämlich jetzt einen Kriegszustand zwischen Deutschland und Russland geben würde, dann würde da mal schnell eine schießen und die Fregatte Hessen wäre dann blub, blub, blub weg, weil gegen die Hyperschallraketen kann nun mal niemand was ausrichten, die sind nicht abfangbar, da kann sie noch so gut sein, die fliegen um die Mach 9, während sie einschlagen, die können sie nicht abfangen. Und das ist das Höchstrisiko, was wir im Moment haben. Und ich gehe davon aus, dass das mehrere Gründe hat, dass die Russen da unten reingegangen sind. Zum einen mal eben die Sachen, dass in dem Moment, wenn es dann tatsächlich Krieg gibt mit der NATO, dass die sofort da unten reagieren und komplett da unten alles zusammenbomben und die anderen haben keine Chance. Die machen alle Schiffe, alle Kriegsschiffe, alle fremden Nationen, die nicht auf ihrer Seite sind, können die einfach versenken. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und werden dann wahrscheinlich auch nochmal so Richtung Jerusalem bomben, tippe ich mal, ich weiß es nicht. Weil die kriegen dann nicht auch Panik, wenn da unten niemand mehr unterstützt. Und dann geht es noch darum, weil ja eben der Niger Support vor 2 oder 3 Tagen von den Russen angefordert hat, weil da unten die Amerikaner da unten ja noch stehen. Da das ungefähr beim R oder wo ist da diese amerikanische Drohnenbasis mit weiß nicht wie viel 1000 Soldaten. Und wenn die da nicht weggehen, muss sich der Niger ja noch was einfallen lassen. Und vielleicht werden dann da ein paar Raketen niedergehen, weil die treffen da relativ genau. Und angeblich ist ja vor 2 Tagen mitten in Kiew ein Gebäude von oben bis unten zerstört worden. Da ist die Rakete von oben bis unten durchgegangen. Und dann ist so ein französischer Brigadegeneral tatsächlich. Der war da unten im Bunker, den haben die dann weggeräumt. Die Russen, der ist jetzt plötzlich tot. Habe ich so mitgekriegt. Das sagt natürlich keiner, ein ganz hochdekorierter General, der hat da unten im Bunker, bin ich sicher, nichts war's. Die Rakete ist von oben bis unten durchmarschiert und das war's dann. Von dieser Seite wird es jetzt immer brenzlicher, die ganze Geschichte. Und wir sehen hier ganz einfache taktische Züge, wo man wirklich mal überlegen sollte, was man da macht und wie weit man die Sache noch eskalieren will, weil an irgendeiner Stelle wird es krachen. Das sieht so aus, das ist klar. Und die fahren gleich mit 2 Schiffen rein. Und da unten steht natürlich, ich glaube auch irgendwo steht im Mittelmeer noch Flugzeugträger, die da oben in Israel und so weiter auch noch eingreifen können. Der ist natürlich dann auch in Reichweite dieser russischen Kinschall und im Falle des Falles werden erstmal gesichert die Russen alle amerikanischen Flugzeugträger wegbomben. Wir können davon ausgehen, da gehen dann erstmal 10 Flugzeugträger weg im Wert von, ich weiß nicht, was der Wert ist, und dann nochmal ungefähr 300-400 Flugzeuge werden dann mit versenken und dann wird das da richtig knackig, dann gibt es einen richtigen Weltkrieg. Also wir sollten mal ein bisschen darauf achten, dass wir da ein bisschen vorsichtig sind.
weil das ist wirklich nicht schick, was da läuft gerade. Und dass die da reinmarschieren, dass die Russen hier auch mal so schnell ein Schiff schicken in Gewässer, ist wundert einen gesichert nicht. Und gleich zwei Schiffe, das, weil Deutschland hat ja ein Schiff geschickt. Wenn das mal richtig einen Treffer kriegt, dann haben die verloren. Die können sich nicht einmal richtig wehren. Und die Raketen sind sowieso, die können sie nicht mehr nachliefern, die werden nicht mehr produziert. Ich muss das, dazu muss man irgendwann nichts mehr sagen. Die sind all größenwahnsinnig in meinen Augen in Deutschland. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal mit den Breaking News. Danke fürs Zuhören. Russische Schiffe im Roten Meer. Und das sind Sachen, die sie hier einfach in Deutschland nicht mitkriegen. Und in der Inder wissen das alle. Komisch aber auch. Warum sagen die uns das nicht? Das ist Cui Bono, heißt so immer. Wer nutzt das? Danke.